Yo, moinsen Leute, was geht? Exopain hier und willkommen zum nächsten Part von Let's Play Skyforge. Ja, dann schauen wir mal. Tag 4. Gestern habe ich nicht gezockt, Sonntag werde ich keine Videos machen. Da will ich meine Ruhezeit haben. Hätte ich noch eigentlich beim letzten Part schon sagen sollten, aber naja. Shit happens. Ach ja, und nebenbei. Wenn ich so ein... Das ist so eine Art Let's Play hier, aber es ist nicht so, dass ich jetzt euch immer wieder hier durch alles mitziehe. Also, ich werde zum Beispiel einzeln noch selber farmen, weil, wie ihr schon vielleicht gemerkt habt, unten links mein Prestige ist schon um Weiten höher als davor. Weil, ich könnte jetzt quasi jetzt für jedes meiner Farmvideos auch noch reinbringen, wo ich einfach nur die ganze Zeit denselben Dungeon einfach abrackere, um einfach schneller hochzukommen. Aber das wäre einfach nur 4 Stunden lang dasselbe. Und ich glaube nicht, dass das jemand sehen möchte, wie ich einfach nur abrackere. Und selbst wenn ich das auf sogar die Geschwindigkeit erhöhe. Also kommen wir einfach mal zu dem Punkt, wo ich eigentlich noch ein paar Sachen erklären möchte. Ja, so. Tagesbelohnung hat man ja gesehen. Ich habe den Bogenschützen schon gestern noch irgendwie ausprobieren dürfen. Ja, manchmal, wenn man in solchen Dungeons ist, also die Dungeons Auswahl hat und einen anklickt, dann gibt es eine Möglichkeit, eine andere Klasse zu spielen, um noch höhere Belohnung zu kassieren. Und ich hatte mal das Glück, zum ersten Mal hier den Bogenschützen zu spielen. Ansonsten war es immer nur Kryomond, Paladin und Berserker. Aber sonst, ja, na gut, einmal Kanonier war auch schon mal heftig. Aber ja, der Bogenschütze ist eine komplett neue Klasse. Die habe ich noch niemals gespielt. Und die wird man erst sehr spät erreichen. So. Mal schauen. Währung. Habe ich das eigentlich schon beim letzten Mal erwähnt? Es wird jede Woche ein Limit angesetzt. Zum Beispiel, ihr habt ein Limit, oder wir allgemein, alle haben ein Limit von, ja, pipapo, 1 Million Credits. Und 10.000 Funken. So. Wenn dieser Limit auf 0 gesetzt ist, und das ist für jede Person einzeln auf 1 Million gesetzt, also nicht nur, dass die ganzen Personen insgesamt 1 Million haben, sondern jeder einzeln hat, ne? Nicht, dass ihr das falschen Hals bekommt. So, ist dieser Limit auf 0 gestiegen, also auf 0 gesunken, kriegt ihr nichts mehr von den Credits. Bis nächste Woche Mittwoch. Dann bekommt ihr nur noch folgende Belohnung statt Credits. Funken der Transformation, himmlische Fäden, Munition, Proviant. Himmlische Fäden sind für Kostüme gedacht, Munition, Proviant werde ich euch später erklären, wenn wir dort angekommen sind, für die wichtigen Sachen. So, die Funken haben die auch noch hier gemacht. Das heißt, ihr müsst eigentlich sogar mathematisch nachdenken, was ihr für Funken eigentlich farmen wollt. Naja, beim Anfang ist es eigentlich scheißegal. Aber nicht, dass ihr nachher nur ganz ein Funken des Gleichgewichts farmt und danach, ja, wir gehen mal zum Atlas und dann auf einmal hier, den gibt's ja, den habe ich jetzt auch freigeschaltet, das ist der richtige Atlas. Das war der klassenbasierte Atlas. Ich habe den jetzt so weit vorgemacht, um euch jetzt mal zu zeigen, wie weit ihr eigentlich hoch vorangehen müsst. Ihr müsst einfach mal hier zack, 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 also die roten Linien oder Orange halt, da habe ich schon überall vorgebaut und ihr müsst diesen Punkt hier erreichen. Die ist bei jeder Klasse. Zum Beispiel steht da auf einmal Weg des Kanoniers oder so. Und dann ist ein anderes Symbol. Auf jeden Fall, ab dem Punkt steht auch sofort Zugang zur Hauptebene des Atlas. Das ist euer Main. Das ist euer Charakter. Das ist nur klassenbasiert. Heißt also, wenn ihr von dem hier die HP erhöht, dann wird auch nur von der Klasse, wenn ihr die benutzt, die HP hochgestiegen. Werden aufsteigen. Heißt es, wenn ihr hier die HP erhöht, auf diesem Atlas, was denkt ihr wohl, was dann passiert? Richtig. Für alle Klassen werden die HPs erhöht. Weil das ist euer Charakter, der das die ganzen Bonusse bekommt. So, wo wir jetzt dabei sind. Dieser Atlas ist extrem groß. Man braucht, glaube ich, wohl vermutlich, denke ich mal, wenn das mit den Limits wirklich so ist. Ja, dann... Selbst wenn man ein Extrem-Farmer ist und Extrem-Suchti ist, man muss diese Limits akzeptieren, weil man kommt nicht so schnell voran dann. Man kann, keine Ahnung, zwischen 5.000 erstmal jetzt gerade am Prestige machen, wenn man natürlich noch echt Geld benutzt
und dann auch die Credits holt, damit man die Ausrüstungsgegenstände nochmal weiter hochpusht. Also die Hauptwaffe, Zweitwaffe, Zusatzwaffe und diese Ringe-Scheiße da, die ihr gesehen habt, die man mit Credits und Meisterschaftspartikeln noch hochzieht. Dann kriegt man noch mehr Prestige natürlich. Aber so an sich würde ich mal sagen, 4000 Prestige oder 3000 Prestige kann man hier durch den Atlas schon mal machen. So. Man fängt, hauptsächlich fangt ihr alle bei der Klasse Kryomant, Klasse Paladin und Klasse Lichthüter. Ihr habt diese drei. Ich würde auch von dort anfangen. Ich würde auch nicht hier raten, wie ich. Also, ich habe es nachgesehen. Berserker kann man auch anfangen, Kanonier auch, aber hat jemand von euch 650 Funken? Besonders bei einem Funkenlimit von 8000 gerade, den ich hatte. Oder 10.000, wie viel das war. Ich glaube kaum. Das will niemand wirklich gerne machen. Dann kommt man den vielleicht raus bis hierhin und wenn man das alles komplett hat. Und ja, weiter vielleicht noch hier so ein kleines Stück, aber mehr auch nicht mehr. Danach ist Ende Gelände. Dann ist tote Hose. Deswegen lassen wir mal den Scheiß aus und am besten einfach normalerweise mal hier anfangen. Zwischen einer der drei Klassen. Ich persönlich würde jetzt eigentlich hier sogar gerne anfangen, weil hier der Einflussbonus. Also. Der ist hoch hier. Muss ich mir überlegen. Ach komm, ich mach das mal einfach. Zack, zack, zack. Und so levelt ihr euren ganzen Charakter im Spiel. Ich hab nicht mehr genügend. So. Ja, da noch ein. Da noch ein. Und so kann man Stück für Stück hochziehen. Also, ich mache jetzt gerade random, ne? Aber man kann hier zum Beispiel, wenn man spezifisch irgendwie vorangeht, dann würde man, keine Ahnung, so durch. Da lang und hier runter und. Bam, du hast den Mönch freigeschaltet. Dann gehst du hier weiter. Und, keine Ahnung, hier lang. Bis hast du den Kanonier freigeschaltet. Und gehst dann immer weiter und weiter und weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die genau sind. Ja. Auf jeden Fall braucht man hier für diese ein bestimmtes Material. Ich würde mal sagen, das ist, das sind die hier. Funken der Transformation. Können nur, ja, da steht ja. Können Klassen freischalten und man kann Fähigkeiten damit, also passive zurücksetzen. So, das habt ihr auch jetzt gelesen. Prestige 1500, okay. Oh, warte mal, Tasche. Kann ich schon da was? Nee. Ey, das kann doch nicht sein. 5 Prestige fehlen mir noch. Sauerei. Ah, zu wenig Partikel. Gut, okay. Das war jetzt diese Sache. Von der Quest her habe ich nur ein paar Nebenquests gemacht. Also wirklich die abnormalsten Nebenquests, wie zum Beispiel drücke auf den Premium-Button, um herauszufinden, was der Premium-Modus dir bringt. Hier für euch. Ihr habt alles nachgeholt, gerade eben. Ist das nicht cool? So. Ja, wir machen mal weiter. Questmäßig. Oh, da hat jemand schon was Geiles geschrieben. You can get 6k Prestige. Also 6000 Prestige kann man mit 15k Argents holen. 15.000 Argents. Argents sind diese Echtgeld-Dinger, die man kaufen muss. Aber ich persönlich sage dazu, nö. Lass mich in Ruhe mit dem Kram. Das Schöne ist ja jetzt, da ich diese Mission ja schon ein bisschen also gefarmt habe, also mich ein bisschen hochgepusht habe, kann ich jetzt auch viel schneller euch die Mission einfach durchdraschen und mal zeigen, was passiert, wenn ihr einfach mal farmt und danach die Mission macht. Das wird auch ein bisschen cool. Also es gibt schon einen kleinen Unterschied, wenn man ein bisschen höher, also stärker ist. Aber wenn ich jetzt schon hier dabei bin, wir haben ja heute Montag, ne? Ja. Lass mich mal kurz das Datum nachchecken, wann ich. Na? So. Boah.
das ist ja immer so interessant. Oh Gott, wo ist das? Da. Da haben wir ihn doch. So, das wäre der 18. Am 18. gibt es keine Videos. Da bin ich feiern. Deswegen mache ich am Freitag wie folgt ein kleines Special für euch. Ich mache 3 Videos, 1 Skyforge-Part und die nächsten 2 Videos mal schauen, entweder wird es Vindictus sein, vielleicht auch ein neues Game oder einfach noch ein paar Parts von Skyforge, je nachdem. Ihr könnt das einfach unten in den Kommentaren schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Also Skyforge kommt auf jeden Fall. Ihr könnt zwischen den 2 anderen Videos nochmal was sagen. Hello. So you know once you pick a class, you gain a certain set of abilities, yes? You should also know that you can improve them, and what's more, increase the effectiveness of your class. To you it will look like a set of talents, and various slots, and it will be up to you where you decide to place them. By the way, there's one more thing. To unlock a talent, you need to believe in yourself. Prove to yourself that you've become stronger. Keep it in your subconsciousness. Ey, um Selbstvertrauen aufzubauen, muss ich natürlich shiften. Und zwar im Kampf. Ist ja nicht so, als hätte ich kein Selbstvertrauen, wenn ich nicht ausweiche. Die Macher. Okay. Aber das ist ja nur eine unnötige Quest. Nachher kommen noch viel mehr. So, mal gucken. Um es doch mal darzustellen. Wenn ihr so shiftet, seht ihr 0,50. Bam. Man bekommt Punkte. So, dann machen wir weiter. Wir wollen jetzt eine beliebige Klasse ausprobieren. Wir haben ja mal den hier, den hier. Nur zur Info, suche ich jetzt nach einem perfekten Anzug für den Berserker wieder. Und da haben wir ihn auch schon, den Nekromanten. Den benutze ich eigentlich immer, den Anzug von ihm. Sieht richtig gut aus beim Berserker. Aber persönlich, die Klasse an sich macht voll wenig Schaden, finde ich. So, nächste Mission. So. Okay. Also, ich will jetzt nicht wirklich die ganzen Klassen jetzt erklären eigentlich, weil ich muss sagen, ich hasse Nekromant so an sich als Klasse. Ich finde, der macht einfach viel zu wenig Schaden. Guckt euch das mal an. Hallo? Wer soll daran sterben? Was ist zum Henker, Mann? Stirb endlich. Gott, ist das widerlich, diese Klasse. Ich hasse sie. Aber hat einen geilen Anzug. Oh. Dead Damage.
So. Das ist eine Fähigkeit, womit man sein eigenes HP wegnimmt und dann so ein Viech beschwört. Also, das war's schon. Mein Gott, ist das nutzlos. Ach, jetzt auf einmal Kaffee an. Nein, Mann. Nekromant werde ich, glaube ich, wohl niemals in meinem Leben spielen. Ich finde die Klasse einfach so richtig lahm, du. Yippie. Action! Da wäre es ja Kryomant viel besser. Wow, ich habe ihn verarscht. Er schießt trotzdem auf mich. Aber er wird den hier. Der einzige Vorteil, den er hat, ist, dass er Viecher beschwören kann. Was irgendwie nicht wirklich so OP ist sogar. Ach ja, und das war gerade eben sein Heal. Den er auch noch auf Lager hat. Aber selbst in der Zeit, während er den Heal hat, kann man ihn angreifen, ja. Deswegen... Das bringt nicht viel. Für meine... Also meine Erwartungen sind von der Klasse... Ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht von der Klasse. Wie viel Scheiße ich spammen muss, damit ich überhaupt was killen kann. Yay. So. Alter, der greift ja sofort an. Zack.
Jo, jo, wahrscheinlich. Wie viel Schaden ich abbekommen habe. Endlich, ey. Gott. High five, Bros. So. Kostüm des Nekromanten, geil. Falsch. So, wir gehen mal Styling Saloon. Ja, Mann. Dazu kann ich nur das sagen. Ja, Mann. Passt perfekt. Leider gehört die Kapuze nicht dazu. Das sieht sogar akzeptabel aus. Ja, lass mir mal so. Das habe ich noch nicht mal probiert. Das sieht sogar gut aus. So. Ach ja, solche Quests nehmen schon so sehr viel Zeit ein. So. Nö. Ich will immer noch mein Aussehen nicht verändern. Ich wollte nur wissen, ob du überhaupt was anderes sagen würdest jetzt. Was auf jeden Fall nicht der Fall war. So, ja. Ja, ne, wir gehen mal weiter. Zum göttlichen, was weiß ich, Dingenskirchen. Das ist das göttliche Observatorium. FPS-Drops, zu viele Menschen hier. Viel zu viele Suchtis. Was sehe ich da? 5000 Prestige? Wer hat hier die 6000? Wer knackt da die 6000? Niemand. Nö. Wir müssen jetzt... Ah! Okay, das wird auf jeden Fall mehrere Parts dauern, bis ich da durch bin, glaube ich wohl. Ey, yo, das ist schon... Wir kommen jetzt nicht mehr in eine Mission rein. Wir gehen jetzt in ein Gebiet, eine Region. Eine Region ist so etwas Ähnliches wie ein normales MMO halt eben hat. Ein großes Gebiet, wo man viele Quests hat. Ich weiß bis heute nicht, was ist das für ein Schrei? Von welchem Viech kommt das? Ist das King Kong? Keine Ahnung. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Gebiet. Lasst euch nicht von der Größe täuschen. Die Map ist schon groß genug, wirklich. Es kommt nachher noch viel größere. Seid froh, dass ihr schon so klein anfangen dürft. Wenn ihr in solchen Riesen-Maps nachher wie wir nachher sind, dann könnt ihr erstmal wirklich lange dran sitzen. So, bla bla bla. So, was hat der Vorteil? Was ist der Vorteil an Regionen? Viele Quests auf jeden Fall. Viele Belohnungen. Und man kann spezielle Items aufsammeln hier in verschiedenen Regionen. Hier zum Beispiel sind das, kann ich sogar zeigen, glaube ich wohl, Währung, ja, Raritäten. Ich habe zum Beispiel hier, in diesen Regionen kriegt man alte Reliquie. Da steht es sogar nochmal, aus der Ausgrabungsstätte da, Isola. Da sind wir gerade drauf, auf dem Gebiet. Was ich aber brauche, wird später das hier sein. Weil ich will mit den, mit diesen Items, den seltenen Items, kann man, ja, wie heißt, Gott, mir fällt gerade die Scheiße nicht ein. Oh doch, ich habe noch nicht mal das mit Primum gezeigt, warte. So, jetzt habe ich es gezeigt. Habe ich mir sogar was im Voraus gezeigt, ne? Nicht schlecht, du. Ich kriege keine Belohnung dafür, dass ich es gezeigt habe. Skyforge, warum? So.
Da wir so OP sind, gehen wir einfach weiter. Nehmen wir einfach mal eine höhere, größere Horde mit. Ja, okay, die fressen die da schon, also. So. Ah ja, so, das war's auch. Und mit diesen seltenen Gegenständen kann man halt eben spezielle Anzüge freischalten auf dem Markt. Ich glaube, die kann ich sogar jetzt zeigen. Nein, das war die falsche. Da, kaufen. Seltene Gegenstände. Ich glaube, das habe ich schon einmal gezeigt, aber ich zeig's nochmal. Der Hipster-Anzug. Junge, der Hipster-Anzug. Den gönne ich mir. Und man kann auch, ja, wie heißt, wie diese Items wiederholen. Ach, Mann, bin ich kaputt. Gerade eben noch irgend so eine Präsentation vorbereitet. Hat mal 5 Stunden locker gedauert. Was für ein Spaß. Oh ja, Bebe. Das war's. Ein Text. Eigentlich sollte doch irgendwie so eine Art Nachricht kommen oder so. Na gut. Das ist der Vorteil jetzt, wenn man ein bisschen fett ist. Fett in Richtung, ich habe genügend Prestige aufgefarmt, dass ich jetzt alles easy durchziehen kann. Und dann immer noch genügend Belohnung bekomme. Ich werde jetzt dazu keinen raten, aber wer es halt eben leichter haben möchte, noch ein Stück leichter als normal leicht, dann macht man das halt eben. So, wie viele von den Viechern müssen wir eigentlich töten? Ach, ich muss ja auch noch dodgen während des Kämpfens. Und nicht außerhalb. 1, 2, 3, tot. Mal sehen, kann ich mit meiner 2 eigentlich da hochspringen? Na? Nee. Erlaubte mir nicht. Wäre aber cool gewesen. Im PvP ging das einmal. Aber da war die Position ein bisschen flacher, nicht so hoch. Wir gehen mal hier hoch. Hauen die auch nochmal ganz kurz weg. Sagen guten Tag. Wie geht's und so und. Oh, das war ein Instant Kill, oder? Das auch. Diese Animation noch gerade eben. So. Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen die doch mal aufhören. Also eigentlich steht nur ein Prozentzahl, aber weil ich so viele Quests schon hier habe, was in der Regel normal ist bei solchen Gebieten, weil es einfach unendlich viele Quests hier gibt, dann muss man sich darauf, muss man darauf klarkommen. Dass man ein bisschen halt eben mehr töten muss, als eigentlich gedacht. So, da nochmal eine Kapsel. Und hier kann ich dann endlich mal auch meine Premium-Fähigkeiten wieder benutzen. Ach ja, meine Founder-Package-Fähigkeiten. Einfach mal hier so ein schönes Motorrad. Was extrem laut ist. Ich will das nicht die ganze Zeit durchgehend laut haben. Das ist ein bisschen mehr. Das muss nicht unbedingt sein. Dann mach ich lieber den hier. Da, seht ihr? So macht man das mit der 2. Are you serious? Echt? Hallo. Jetzt haben wir einfach gestorben. So, wir gehen weiter.
Die Unsterblichen müssen ihre Kräfte für gute Taten einsetzen. Was passiert sonst? Sind es dann Unsterbliche? Ja, wahrscheinlich. Zerstörter Golem. Das Gute ist, man hat eine Karte hier. Würde ich jetzt keine Karte haben, dann wüsste ich nicht mehr genau, ob die Minikarte, wo meine ganzen Missionen wären. Das wäre ein bisschen schwer beim Suchen. Ah, noch ein Feature, das die Region bieten. Das hier ist ein quasi Portal. Wohin man. Ach komm, jetzt stirb endlich. So. Womit man dann einfach wieder hier Missionen annehmen kann und man kommt, spawnt dann wieder genau hier an dem Punkt, wo man war. Die sind überall an den ganzen verschiedenen Regionen verteilt. Über die ganze Karte über. Leider habe ich nicht darauf geachtet, ob man jetzt was bekommt, wenn man die freischaltet. Man muss genau unter denen stehen, damit die freischaltet. Man sieht, dann werden die so lila. Färblich. Schon wieder so ein Schrei. Oh, wenn es hier einen Drachen geben würde im Spiel. Und wenn es so ein Cyberdrache wäre, ich würde es auch voll geil finden. Würde ich richtig feiern. Jojojo, was auch immer. Mhm. Oh. Bye. Na? Was denn? Du auch noch? Er kommt hierher und bleibt einfach stumpf stehen. Jo, genau. It's just some ancient junk. Not much use to science. You can keep it if you want. Might come in handy. Wir gehen weiter. Und weiter. Und weiter. Okay, ich will doch ein bisschen schneller sein. So, wir kommen langsam und langsam und langsam und langsam weiter. Ich würde mal sagen, wir machen noch so 5, 6 Missionen noch beenden und danach ist dieser Part auch erstmal zu Ende. Ach ja, nebenbei, solche Gegner. Oh, da ist einer wirklich gestorben. Den kann ich mal wiederbeleben. Hä? Geht wohl nicht. Ah, ich brauche bestimmt so ein Item dafür. Was ich noch nicht habe. Was man aber kaufen kann. Was ich aber dennoch nicht habe. Nebenbei, jeder von den Klassen hat so einen Instant-Kill-Button, wo ab 10 oder 15% der man einfach den Gegner instant-killen kann. Im PvP genauso. So. Diese Truhen sind hier random auf der Karte auch verteilt. Aber die Position wechselt sich nicht. Die schließt sich einfach irgendwann nach einer Zeit und dann kann man wieder Reliquien raussammeln. Ich bin jetzt noch nicht so am Farmen für solche Items, weil das einfach nur Anzüge sind. Ich will mehr auf Stats gehen erstmal. Das würde ich auch jedem anderen da auch raten. So. Joa, da ist noch ein zerstörter Golem. Da liegt ein toter Spieler aus irgendwelchen Gründen.
Will ich nicht wirklich eigentlich wissen. Bestimmt hat er irgendwas gemacht. Oder ist einfach auf Kark gegangen. Also wie man sieht, sind die Leute hier eigentlich alle für 600 Prestige-Bereich, also ich habe mich ein bisschen da quasi durchgemogelt. Geh mir nicht auf die Nerven. Keine Diskussion, während ich gerade meine Mission durchziehe. Daten herunterladen. Die Gabe der Unsterblichkeit verleiht große Kräfte und bringt eine große Verantwortung mit sich. Ich weiß nicht, ich glaube, die sollten eigentlich hier Textnachrichten geben, oder nicht? Sonst macht das ja keinen Sinn, dass ich den Blödsinn zweimal wegklicken muss. Eigentlich müsste das eine Nachricht dann sein. Theoretisch. Nichts. Ja, ja. Ja, ja. So, irgendwie lassen die gar keine Items fallen. Ist das jetzt etwa, weil ich jetzt viel höher bin als gedacht? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Ich meine, die Items werden dann eh ein bisschen low. Also das ist das Portal, das geht so weit nach oben. Also von unten rechts, beseitige die Skaten. 80%. Da ist noch einer. Bam. Bringt aber auch extrem wenig Stamina ein. So, hier haben wir jetzt unseren ersten. Nee, noch nicht. Okay. Ich glaube, das wird jetzt ein kleiner Mini-Boss. Also vielleicht ist es doch ein Mini-Boss. Ich muss ihn nur angreifen. Na, kommt mit mir mit, meine Kollegen. Ach, seid ihr nicht. Und bam. Und sein AP. Bam, 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 bam. Stück für Stück immer weiter runter. So, wir gehen weiter. Auch das ist der Boss. Mal warte, wir nehmen noch die Truhe mit raus. Es kommt immer dasselbe Item raus, also. Ihr braucht da nicht irgendwie Hoffnung haben, dass ihr irgendwie Waffen aus oder besondere Ausrüstungsgegenstände bekommt. Das wird es nicht geben. So, jetzt haben wir komplett einen ganzen Quest-Tree durchgemacht, also hier von den die erste Berührung mit bla bla bla. Haben wir alle 7 Quests durch. Nachher müssen noch für Ordnung sorgen, verborgene Feind und so. Wenn man die ganzen Quests durch hat, dann bekommt man noch eine extra Belohnung. Ich persönlich will jetzt eigentlich meinen Tree weiter erhöhen. Wo ist der jetzt? So. So. Ja, kann man auch nicht. Kann ich noch nicht machen.
Ne, das sind meine Gegner. So. Und die zählen auch für mich. Wenn man die angreift, also mit angreift, dann bekommt man trotzdem die Punkte. Stehen genau neben mir. Oh. Wie geil ist das denn? Die spawnen auf einmal. Das ist auch noch ein bisschen komisch. Die haben das Spawn-System ein bisschen schlecht gemacht. Ab und zu spawnen die mal einfach random viel schneller als erwartet. Deaktivieren wir mal den Kram. Zack, kriegen wir auf einmal einen ganzen Haufen Gegner. Weg sind sie. So, die Quest haben wir auch schon durch. Da, jetzt kommen die Viecher. Was haben wir jetzt bekommen? Na, egal. Und hier weitermachen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber irgendwie bekomme ich gar keine Items. Und ich habe eigentlich noch einen recht normalen Ping. Das ist... Oder werden meine Wertgegenstände nochmal weiter hochgezogen? Keine Ahnung. So, hier labern wir nochmal mit dem weiter. Hallo, wer bist du? Gute Frage. Aber listen. Ich habe nicht mal eine Frage gestellt. A gang of robbers hit this place. A big one. They stole a warship somewhere, broke through the security system. I have no idea how they pulled it off. Thanks a lot. No. Bla 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 bla. Gucken wir uns eigentlich mal allgemein die Welt mal an. Bisschen Bäume, Relikte. So, jetzt gucken wir mal an. Kundenservice. Eigentlich wollte ich. Ne, ich bekomme gar nichts. Das ist hochinteressant. P-Ausrüstungsding. Mich an. Quest erfüllt. Du kannst sterben. Und da unten ist noch einer. Hier unten auch noch.
Zack. Oh, da ist eine Truhe. Truhe. Ich komm zu dir. Oh. Die Funken kommen jetzt nicht von dem... ihr solltet das nicht falsch verstehen, ne? Funken bekommt man nicht dadurch. Das ist von der Quest gewesen. Nicht, dass ihr gleich denkt, oh, der hat uns angelogen, dieser Arsch. So. Dann gehen wir hier durch. Töten noch ein paar Viecher. Alter, ihr müsst doch irgendwann aufhören mal hier. Wie viele muss ich denn noch von den dämlichen Drecksviechern eliminieren? Der Glaube der Menschen verleiht den Unsterblichen, je mehr Menschen an sie glauben. Was? Der Glaube der Menschen verleiht den Unsterblichen Kraft. Achso. Habe ich die Kraft überlesen. Je mehr Menschen an sie glauben, desto stärker werden sie. Jo. Ich hole mein geiles Deutsch. So, da haben wir noch so einen. Ey, geschafft. Ach, es waren bestimmt Items, die ich aufgesammelt habe. Das war für eine Quest bestimmt. So. Na gut, wir machen noch den einen und den Boss noch und danach müssen wir eigentlich durch sein. Dann machen wir den nächsten Part schon mal sicher fertig. Ouch. That's strange. The signal is becoming weaker. What is there? What do you see? Assassin. Toter Assassin. I have detected another signal. It looks like the bandits decided to keep the glyph. We need to get it back. That means ich muss sagen, dieser Wirbelwind / Feuersturm ist einfach nur göttlich. Perfektes Wave Clear. Also, ich kann mir keinen schöneren Clear vorstellen. So, die Quest haben wir auch durch. Warum habe ich jetzt... wieso habe ich jetzt gerade einen Heal gemacht? Oh Mann, bin ich blöd. So, Boss. Mal sehen, wie lange ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alle, der Mund. Der kann doch länger. 15, 16, 17. Na gut. Ich habe mir das ein bisschen schneller vorgestellt, weil er aber da healen kann. Und damaged. Okay. Sagen wir mal 40 Sekunden. So, 40 Sekunden für so einen Boss. Das ist noch recht schlapp. Später kann man wirklich von 5 bis 20 Minuten ausgehen.
Ich würde mal sagen, hier beenden wir auch, mal den Part. Aber erstmal will ich noch ganz kurz gucken. Kann ich jetzt endlich was hochziehen? Was zum... Ach mein Gott! So. Habe ich hochgezogen? Jo. Oh, ich habe ein Pad bekommen. Aber es hat eine Lizenz von 3 Stunden. Also ihr bekommt Pads, ihr könnt auch welche später auch permanent holen, indem ihr einfach die Lizenzen hintereinander stapelt. Ja, das geht auf jeden Fall. So, und damit endet auch jetzt die Folge, bevor ich noch weiter voll laber und dann wieder 50 Minuten nachher habe. Haut rein!